Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam wa rasulillah wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, aller Lob gebührt Allah, dem Herrn des gesamten Universums, und Friede und Segen sei mit seinem letzten Gesandten, dem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Dies ist eine Aufnahme, insbesondere für Nichtmuslime, die sich dafür interessieren oder die sich für das Lesen des Korans interessieren. Allerdings ist es auch, denke ich, ein sehr nützliches Video für Muslime, die den Koran noch nicht gelesen haben. Und es ist eigentlich sehr traurig, dass es so viele Muslime gibt, die den Koran noch nie gelesen haben. Und es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum sie den Koran noch nicht gelesen haben. Es liegt unter anderem daran, weil bei vielen Muslimen die Eltern irregegangenen Gruppen folgen, wo nicht mehr der Koran die Grundlage ist, sondern ganz im Gegenteil, wo es einen bestimmten Guru gibt, einen bestimmten Sektenführer gibt, der der Führer von der bestimmten Gruppe ist. Und dann möchte man die Leute davon abhalten, den Koran zu lesen, sei es in der arabischen Sprache oder sei es eine Übersetzung der ungefähren Bedeutung, weil diese Person dann sehen würde, dass das, was der bestimmte Guru oder der bestimmte Sektenführer lehrt, nicht dem entspricht, was im Koran steht. Und deswegen sage ich zu jedem Muslim: Schaue dir selber an, was im Koran steht. Beschäftige dich damit objektiv und dann wirst du sehen, was die Wahrheit ist. Und hier können wir auch schon mit dem Thema anfangen. Ich wollte diesen Vortrag oder diese Nasiha, das heißt diesen Ratschlag, eigentlich auch gerade denjenigen widmen, die daran interessiert sind, den Koran zu lesen. Und jetzt beispielsweise durch diese Koran-Aktion Lies, auf die einen Koran eventuell in die Hand bekommen haben und daran interessiert sind, den Koran zu lesen. Ich wollte einige Tipps geben, wie man den Koran lesen soll, worauf man achten muss, mit welcher Einstellung man den Koran lesen soll, damit man keine Missverständnisse hat. Was man sicherlich merkt ist, oder was sich vielleicht die einen oder anderen fragen, oder wenn sie sich diese Frage noch nicht gestellt haben, sollten sie sich diese Frage stellen: Warum sind gerade die sogenannten Salafisten, die sich an den Koran oder an den Islam halten oder versuchen, den Islam so zu praktizieren, wie er vor ca. 1400 Jahren original gelehrt wurde, warum sind gerade diese sogenannten Salafisten daran interessiert, dass Menschen den Koran lesen? Warum wird jedem interessiert, egal ob er jung ist oder alt, egal ob er Mann ist oder Frau, egal ob er Christ ist, Jude ist, Atheist ist, Hindu ist, warum versucht man jedem Menschen den Koran in die Hand zu drücken? Warum? Oder nicht in die Hand zu drücken, sondern warum wünscht man sich, dass diese Menschen, alle Menschen, den Islam, den Koran lesen? Warum? Ein ganz gewaltiger Grund dafür ist, dass wir uns wünschen, dass die Menschen ins Paradies gehen. Und wir sind davon überzeugt, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Und dass derjenige, der vom Islam gehört hat, die Botschaft bekommen hat und diese nicht akzeptiert, in die Hölle geht. Wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass die beste Werbung für den Islam der Koran selber ist, dass der Koran für sich selber spricht. Und wir haben es, ich weiß nicht wie oft, sehr oft gesehen, dass Leute den Koran gelesen haben und dadurch im Endeffekt zum Islam gekommen sind. Das ist auch der Unterschied zwischen uns und anderen sogenannten islamischen Gruppen, dass wir von diesem Buch überzeugt sind. Und wir sagen, wir können dieses Buch hinlegen, wir geben es jedem in die Hand. Wer die Rechtsleitung will und wer sich damit beschäftigen will, soll sich damit beschäftigen.
Und wir sind im Nachhinein auch gerne bereit, uns mit kritischen Fragen diesbezüglich auseinanderzusetzen. Bei kritischen Fragen meine ich aber Leute, die wirklich interessiert sind. Nicht Leute, die einfach nur streiten wollen, die mit irgendwelchen aus dem Kontext herausgerissenen Versen kommen und dann versuchen, Streit anzufangen während der Verteilung des Korans oder was auch immer, sondern Leute, die wirklich interessiert sind, herauszufinden, was mit einem bestimmten Vers gemeint ist. Das heißt, ich wiederhole nochmal, wir sind daran interessiert, weil wir für die Menschen das Beste wünschen. Wir glauben, der Koran ist das Beste. Auf der anderen Seite verteilen wir den Koran, weil die sogenannten Salafisten davon überzeugt sind, dass der Koran für sich selber spricht. Und es gab einige Einwände von Leuten, die keine Ahnung vom Islam haben, wie zum Beispiel Ayman Maciek, der versucht hat, dieses Projekt schlecht zu reden. Und er fing dann an, dass man dafür Interpretationen bräuchte und so weiter und so fort. Erstens, von uns hat niemals jemand behauptet, dass man den Koran in die Hand bekommt, dass man jedes kleine Detail der Religion sofort versteht, wenn man einmal den Koran gelesen hat. Das hat keiner behauptet. Worum es allerdings geht, ist die Grundbotschaft des Korans. Und wenn jemand sagen würde, dass man den Koran, die Grundbotschaft nicht verstehen kann, wenn man den Koran liest, dann fragen wir uns, wofür der Koran überhaupt herabgesandt wurde. Die andere Aussage ist falsch, dass erzählt wurde, ja, dass die Gefährten so sehr bedacht darauf waren, den Koran richtig wiederzugeben, also dass sie beispielsweise 10 Verse und so weiter gelernt haben und dann erst weitergegangen sind. Das ist erstmal eine falsche Aussage. Das ist aus dem Kontext herausgezogen. Denn die Gefährten haben nicht gesagt, wenn sie den Koran gehört haben oder der Koran vorgelesen wird, wir tun uns jetzt die Finger in die Ohren, weil es könnte sein, dass wir das falsch verstehen. Es ging darum, dass sie 10 Verse auswendig gelernt haben, dann die genaue Interpretation davon gelernt haben und dann weitergegangen sind. So. Aber haben wir heute die Möglichkeit dazu? Wenn der Herr Maciek diese Methode anwenden will, wir haben in Deutschland 84 Millionen Einwohner, ca. 4,5 Millionen Muslime, wird gesagt. Dann schlage ich vor, Herr Maciek, dann fördern Sie doch einfach mal die Leute, die den Koran auf diese Art und Weise den Nicht-Muslimen beibringen. Aber dann haben wir in 2 Millionen Jahren noch nicht allen Menschen den Islam beigebracht. Ja. Also das eine kann man mit dem anderen gar nicht verstehen. Der Prophet, kann man mit den anderen gar nicht vergleichen. Das waren Muslime gewesen, die den Islam schon angenommen haben, die Sahaba. Die haben 10 Verse gelernt, haben alle Regeln dieser 10 Verse gelernt, die genauen Interpretationen sind dann weitergegangen. Das heißt, auswendig gelernt, die genauen Regeln gelernt, etc. Hier geht es aber nicht um die Einladung von Nicht-Muslimen. Hier geht es um Muslime, die schon den Islam angenommen haben. Was Einladung von Nicht-Muslimen angeht, so ist der Prophet a.s. beispielsweise in bestimmte Städte gegangen und hat den Koran dort vorgelesen. Einfach vorgelesen. Ja? Zum Beispiel, es wird überliefert in Ta'if, dass er den Koran vorgelesen hat. Und dass er Suratul Tariq vorgelesen hat. Ja? Das heißt, diese Aussage ist völlig falsch, und wenn es dann Leute gibt, die so ein Projekt kritisieren, dann heißt das, dass sie eigentlich die Bedeutung des Korans den Menschen vorenthalten wollen. So, das erstmal dazu. Nun, wie muss ich mit dem Koran umgehen? Was sollte ich wissen, dass es mir das Verständnis erleichtert? Der erste Schritt ist, dass man eine reine Absicht hat. Dass man dieses Buch liest, nicht direkt von vornherein mit der Mauer. Ich suche jetzt nach etwas. Ich suche jetzt nach einer Sache, die ich gegen diese Leute benutzen kann. Das ist die falsche Einstellung. Sondern dass man sagt, ich will dieses Buch objektiv lesen. Ja, und wenn ich jetzt etwas finde beispielsweise, was mir auf den ersten Schritt seltsam vorkommt oder negativ vorkommt, da möchte ich mich tiefgründiger damit auseinandersetzen und möchte Fragen stellen, möchte jemanden fragen, der sich mit dieser Sache auskennt. Ja, das ist erstmal ganz wichtig.
dass man diese Einstellung hat. Und ich wollte sagen, ich kann über dieses Thema, denke ich, sehr gut reden. Vielleicht besser als jeder andere Prediger in Deutschland. Ich weiß es nicht. Weil ich eigentlich durch das Lesen des Korans zum Islam gekommen bin. Das ist der erste Schritt gewesen. Ich bin durch das Lesen, nicht das Lesen des Islams, durch das Lesen des Korans bin ich zum Islam gekommen. Ja? Und worauf sollte man dort am Anfang achten? Ich habe jetzt hier beispielsweise die Übersetzung von Abdullah Frank Bubenheim. Ja? So, der Koran, der besteht aus 114 Suren. Man könnte das auch Kapitel nennen. Ja? Und es wird immer gesagt, die Suren sind nach Größen geordnet, das stimmt aber eigentlich nicht. Denn es ist oft so, dass zum Beispiel große Suren, im Allgemeinen, es gibt eine Tendenz dazu, aber es gibt oft Suren, die größer sind, die nach einer Sure kommen, die beispielsweise kleiner ist. Ganz banales Beispiel, zum Beispiel die Sure Al-Kawthar. Ja, ich zeige das mal kurz. Das ist zum Beispiel die Sure, die 108. Sure des Korans. Ja, das ist die kürzeste Sure des Korans, das ist die 108. Sure. Aber danach kommen noch, wie viele Suren? 6 Suren. Danach kommt noch die Sure Kefirun, die Sure Nasser, die Sure Al-Masad, dann Kul Wallahu Ahad, Kul A'udhu Birabbil Falaq, Kul A'udhu Birabbin Nas. Das heißt, die Aussage, das ist nach Größe geordnet, ist eigentlich nicht ganz richtig. Ja. Aber es gibt eine Tendenz dazu, dass meistens die größeren Suren eher am Anfang kommen. Die größte Sure ist beispielsweise die 2. Sure, die Al-Baqarah-Sure. Die hat insgesamt 286 Verse. Aber davor gibt es die Sure Baqarah, die 2. Sure. Die 1. Sure ist Al-Fatiha. Ja? Und die ist wesentlich kleiner. Die ist gerade mal eine Seite lang. Das nur dazu. So, was man hier wissen muss, ist, dass der Koran in einem Zeitabschnitt von 23 Jahren herabgesandt wurde. Und der Koran ist nicht wie ein Geschichtsbuch, das mit einem Anfang anfängt, es war einmal vor langer Zeit, denn es ist das Wort Allahs. Und am Ende hört den letzten Surah dann der Tod des Propheten Mohammeds erwähnt. Nein, so ist es nicht. Es ist so, dass zu bestimmten Anlässen, die nennen sich Asbab und Nuzul, Gründe der Herabsendung, bestimmte Verse offenbart wurden. Beispielsweise, der Prophet wird nach Schweinefleisch gefragt, wird nach Alkohol gefragt, wird nach bestimmten Dingen gefragt und dann gibt Allah die Antwort dafür. Das heißt, der Engel Jibril kommt herabgesandt auf den Propheten Mohammed und legt ihm diese Worte in den Mund hinein. So, was passiert? Er rezitiert diese Sachen und seine Schreiber schreiben diese Verse auf. Und die Leute lernen diese Verse auswendig. Am Ende im Ramadan kommt der Engel, Jibril, Gabriel, und zeigt ihm, an welcher Stelle und in welcher Sure der Koran diese Stelle reinkommt. So sieht man beispielsweise, das ist zum Beispiel die Geschichte von Moses, in, wenn ich mich recht entsinne, in 70 Suren erwähnt werden. Oder ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Suren erwähnt werden. Das heißt, man findet verschiedene Details von der Geschichte über Moses in der Sure, zum Beispiel Toha. Dann findet man verschiedene Details in verschiedenen anderen Suren, verschiedenen anderen Kapiteln. Was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, das motiviert einen dazu, den ganzen Koran zu lesen und sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Und das ist etwas, was die Gelehrten auch dazu bringt, dann mehr Hasanet, mehr gute Werke zu bekommen, weil sie sich einfach anstrengen müssen, weil sie diese Details zusammenkriegen müssen. Deswegen ist der Koran auch etwas für Leute, die nachdenken, die Verstand haben. Und das bringt uns zu einer sehr wichtigen zweiten Grundlage, wenn man den Koran lesen will. Man soll nicht sofort ein Urteil fällen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Sache liest, man muss sich fragen, in welchem Zusammenhang wurde das herabgesandt. Man muss sich fragen, was wird noch über diese Geschichte erzählt. Und so setzen sich dann bei verschiedenen Detailfragen, nicht bei der Grundbotschaft, setzen sich dann diese Teile manchmal wie ein Puzzle zusammen. Ja? Das heißt, wie gesagt, also die Geschichten, es werden bestimmte Geschichten
zu bestimmten, in bestimmten Suren erwähnt. Es werden bestimmte Details in anderen Suren, in verschiedenen Suren erwähnt. Ja? Und das sollte uns dazu führen, dass wir nicht sofort überhastet urteilen über eine bestimmte Sache, sondern dass wir uns erstmal damit beschäftigen, tiefgründig beschäftigen, weitergehen. Und deswegen gebe ich auch jedem, der den Koran liest, zum Beispiel einen Tipp, ja, dass er zum Beispiel sich Notizen macht. Zum Beispiel, wenn ihm eine Sache gefällt, dass er das aufschreibt. Das habe ich damals auch getan. Wenn er eine Sache nicht versteht oder ihm sogar negativ vorkommt, dass er das aufschreibt, um nachher darüber zu fragen, seine Fragen zu stellen. Ja, das ist ganz wichtig. So, dann gibt es etwas, was auch wichtig ist zu verstehen. Es ist keine chronologische Geschichte, wie ich das eben schon erwähnt habe. Das heißt, wir müssen wissen, dass es zu bestimmten Anlässen oder dass sich bestimmte Regeln auch verändert haben, je nach Zeit. Ja, bestimmte Regeln haben sich zum Beispiel verändert. Man fragt sich jetzt ja, was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, beispielsweise in der Zeit der Schwäche in Mekka hat der Prophet auf verschiedene Art und Weise gehandelt. Und in der Zeit der Stärke hat der Prophet, als er einen Staat hatte, auf verschiedene Art und Weise gehandelt. Und daraus lernen wir dann im Endeffekt, wenn wir wissen, aha, dieser Vers wurde an dieser und dieser Stelle herabgesandt oder zu diesem Zeitpunkt, dass wir wissen, das ist gedacht für eine bestimmte Situation. Deswegen ist es auch wichtig, den historischen Kontext zu beachten. Wenn gesagt wird, die wollen den Koran wörtlich verstehen. Ja, natürlich wollen wir ihn wörtlich verstehen. Es ist ja ganz klar, bei jedem Buch, das man liest, muss man sich in allererster Linie an den Worten, an die Worte halten. Wofür sind Worte sonst da, wenn ich mit den Worten machen kann, was ich will? Gott will uns ja etwas vermitteln. So. Aber es ist natürlich selbstverständlich klar, dass es verschiedene Gründe für eine Herabsendung gibt, die dann eine bestimmte Bedeutung auch verdeutlichen. Ich gebe beispielsweise mal ein Beispiel. Ja. Und deswegen, wie gesagt, sollte man immer gucken, in welcher Situation wurde das herabgesandt. Nicht sofort, oh, was steht da denn? Sondern genau gucken. Dadurch wissen wir dann, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, müssen wir mit diesen und jenen Versen handeln. Ja? Ich gebe euch mal ein Beispiel. So. Es ist so immer so, dass so eins der beliebten Vorurteile, die Islamhasser kommen dann immer mit solchen Sachen, ohne dann den genauen Kontext zu beachten. So. So, und deswegen sollte man den historischen Kontext beachten, auch den textlichen Kontext beachten. Ich gebe beispielsweise ein Beispiel. So, zum Beispiel hier steht, wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. So, hier bleiben die Guten oder die Bösen stehen. So, die Frage ist erstmal, ja, dann sagt die, hier siehst du, da, denen wird befohlen im Koran, die sollen alle Leute hier in Deutschland abschlachten, steht doch hier. Die Götzendiener, tötet sie, wo immer ihr sie findet, lagert ihnen auf. Doch, dann sagen wir erstmal, was ist der historische Kontext von diesem Vers? Wenn ein Vers in einer Schlachtsituation herabgesandt wird, hat er natürlich eine andere Bedeutung, als wenn er in einer Friedenssituation, eine Situation, in der wir uns beispielsweise in einem bestimmten Land befinden, herabgesandt wird. Das heißt, wir müssen gucken, in welcher Situation wurde dies herabgesandt. Und so ist es beispielsweise, dass es Verse gibt, die auf dem Schlachtfeld herabgesandt werden. Wenn wir beispielsweise einen amerikanischen General im Vietnamkrieg hören, der sagt, tötet alle Vietnamesen, ja, dann würden wir erstmal sagen, hey, was ist das denn? Das ist doch verboten. Wie, der soll alle töten, der ruft dazu auf Kinder, Frauen etc. zu töten, so. Aber was ist, wenn er in einer Schlacht ist und er sagt das zu seinen Soldaten, um sie gegen den Feind zu motivieren, obwohl das eigentlich ein schlechtes Beispiel ist, weil meiner Meinung nach das ein zu Unrecht geführter Krieg gewesen ist. Aber auf jeden Fall, nehmen wir ein anderes Beispiel, im Zweiten Weltkrieg gegen beispielsweise Nazis, er sagt zu denen, die wirklich die Welt bedrohen, hier tötet die ganzen Deutschen, die ihr findet.
Aber der meint das in diesem Kontext. Das heißt nicht, dass der meint, alle Deutschen töten, sondern hier, wir sind gerade auf dem Schlachtfeld, der meint diese Leute dort. So. Jetzt muss man, das war erstmal der historische Kontext. Das heißt, diese Verse, die mit Krieg etc. zu tun haben, man muss auch schauen, in welche Situation sie abgesandt wurden. Die Muslime zur damaligen Zeit, die wurden jahrelang von den Quraysh, von den Mushrikun gefoltert, ja, ausgeraubt, ausgenommen, vertrieben, getötet. Ja, das ist also eine Situation, die man gar nicht, die man auf gar keinen Fall auf jede Situation auf jede Situation anwenden kann. So jetzt. Aber was wir jetzt fragen ist, wenn doch da, warum diese Leute, warum machen die Leute, die diese Vers zum Beispiel erwähnen, warum lesen sie nicht den Vers, der danach kommt? Der Vers 6, da sagt Allah nämlich sinngemäß, und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz. Das heißt, man ist in der Schlacht und jetzt kommt jemand, der will nicht mehr kämpfen, der will Schutz gewährt bekommen. Was soll man machen? Man soll ihm Schutz gewähren, steht im Koran hier. Bis wann? Bis er das Wort Allahs hört. Was ist dann? Wird er danach getötet? Nein, dann sagt er, hierauf lass ihn an den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Das heißt, danach soll man ihn zu einem Ort bringen, wo er in Sicherheit ist. So ein Kriegsrecht gibt es in keiner Nation. Dass jemand, der eben noch gegen dich kämpft und dann vielleicht sieht, dass er verliert und er bittet um Schutz und dann wird er zu einem Ort der Sicherheit gebracht. Die Amerikaner würden ihn nach Guantanamo bringen. Das nur als Beispiel. Das heißt, man soll erstmal den historischen Kontext beachten, bei Dingen, die einem schwer vorkommen. Man kann sich gerne Notizen machen. Dann soll man den textlichen Kontext beachten. Was kommt danach, was kommt davor, wie ist das genau gemeint? Dies bei solchen tiefgründigen Fragen stellen. Ja. Dann, was ich erwähnen will, ist, jede Übersetzung ist nicht das Original. Jede Übersetzung ist eine Art von Erklärung von dem, was der Übersetzer verstanden hat. Und der Koran in Arabisch ist genau das, was Allah gesprochen hat. Und selbstverständlich ist es niemals 100% möglich, die Fülle und die Schönheit der arabischen Sprache in eine andere Sprache zu übersetzen. Aber was möglich ist, ist, dass man die Grundbotschaft versteht, sich damit auseinandersetzen kann. Der Islam ist keine Zauberei. Das heißt, wenn wir mit Argumenten kommen, dann müssen diese Argumente auch plausibel sein. Das war das Erste. Textlicher Kontext, historischer Kontext, das Arabische, ja, kann man nicht 100% wiedergeben, aber so, dass man die Botschaft versteht, das, was einem reicht, um den Islam anzunehmen. Ja, dann. Vierte Sache ist, der Koran wird durch die Sunna erklärt. Sunna ist das Leben des Propheten, das, was er gesagt hat, das, was er gemacht hat, da, wo er zugestimmt hat, etc. Und dies geht auch zurück auf den Koran, weil vielleicht wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, das sind bestimmt die Salafisten beispielsweise. Aber das ist plausibel, alles, was wir erzählen, ist plausibel, das können wir nachweisen im Koran. Hier steht zum Beispiel in Sure 16, Vers 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung abgesandt, Koran, damit du den Menschen erklärst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Vers einem komisch vorkommt auf den ersten Moment. Oder dass man etwa, ja, und wenn man aber dann sieht, wie der Prophet ihn erklärt hat, dass dadurch dann das Verständnis richtig breit und klar wird. Das heißt, wenn man etwas findet im Koran, beim Lesen des Korans, was einem komisch vorkommt, erstmal schauen, Fragen stellen, und das kann man gerne auch über diese Seite machen, wie zum Beispiel info@pierrevogel.co, ja, und dann fragt man nach, was ist die genaue Bedeutung davon. Also, das erstmal für die Nicht-Muslime. Ich wiederhole nochmal kurz, historischer Kontext, textlicher Kontext, dann das arabische Original, vierte Sache, es ist keine chronologische Geschichte, sondern bestimmte Geschichten werden in verschiedenen Suren erzählt, bestimmte Details werden auf unterschiedliche Art und Weise erklärt, nicht voreilig sein, ja.
dann wissen, dass die Sunna den Koran auch weiter erklärt. Das Arabische kann nie 1000% wiedergegeben werden. Und das ist übrigens selbst bei Zeitungsartikeln so, dass man, wenn man sie in eine andere Sprache übersetzt, es könnte sein, dass es 10 Übersetzer gibt für einen bestimmten Text, für ein bestimmtes Buch. Die haben das Buch alle prinzipiell richtig übersetzt, haben aber andere Wörter gewählt und haben verschiedene Dinge etwas anders übersetzt. Ja, jetzt für den Muslim, der dieses Buch liest, hier sage ich, Bruder, lies beispielsweise dieses Buch, ja, und mache dir immer Gedanken zu dem, was du dort liest. So zum Beispiel, ich habe jetzt einfach meine Seite aufgeschlagen. Du siehst zum Beispiel Sure 33 Al-Ahzab, die Gruppierungen. O Prophet, fürchte Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Dann sagst du dir, Allah spricht hier den Propheten an, er soll Allah fürchten und er soll nicht den Ungläubigen gehorchen. Wie ist es dann erst mit mir, wenn er dem Propheten sagt, er soll Allah fürchten? Ja, für den Nicht-Muslim, er soll sich fragen, hätte der Prophet Mohammed den Koran selber geschrieben, sallallahu alaihi wasallam, würde er dann in sein Buch reinschreiben, er soll Allah fürchten? Ja, dann, gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Ja, muss ja fragen, ich gehorche denen nicht. Ja, dann, gewiss Allah ist allwissend, allweise. Und folge dem, was dir als Offenbarung von deinem Herrn eingegeben wird. Das heißt, dem Koran und die Sunna. Das heißt, dann sagst du ja, ich erst recht. Ich erst recht, ich muss dem folgen. Ja, dieses Bewusstsein muss man haben, ja. Dass man sich dies vorstellt. Dass man sich immer in diese Lage hineinversetzt. Und ich gebe noch einen anderen Tipp, einen letzten Tipp für jeden, der den Koran lesen will und wirklich auch verstehen will. Natürlich habe ich schon gesagt, wenn man Fragen hat, kann man sich gerne an uns wenden. Wenn man liest, man soll vorher die Hände heben und so auf diese Art, wie der Prophet Jeremia in der Bibel gemacht hat, und sagen, zeige mir, gebe mir das richtige Verständnis. Ich habe von Leuten gehört, mir hat ein Bruder erzählt aus Amerika, den habe ich getroffen. Er sagt, er hat den Koran geschenkt bekommen. Und ich glaube wirklich, dass die meisten den Islam angenommen haben, den Koran gelesen haben. Und er hat den Koran gelesen, sein Herz war zu, er hat nichts verstanden, sagt er. Jahre später, wenn ich mich recht entsinne, hat er den Koran nochmal gelesen und plötzlich ist alles in sein Herz reingegangen. Deswegen sage ich, geh mit der richtigen Absicht daran, hebe die Hände zum Himmel und sag, O allmächtiger Gott, gebe mir Verständnis von diesem Buch und hilf mir, der Wahrheit zu folgen. Eine andere sehr wichtige Sache, auf die man achten muss, wenn man den Koran liest, was für viele Leute anfangs etwas schwierig ist, eventuell, weil diese Art von Stil gerade auch in der deutschen Sprache unüblich ist. Der Koran ist das Wort Allahs und Allah spricht ab und zu in der Wir-Form. Das heißt, wir haben dieses gemacht, wir erschufen und so weiter. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint wir, das heißt Gott und der Prophet Mohammed, oder wir, Gott und die Engel? Nein, das ist eine Art von Plural der Majestät. Das heißt, Gott spricht in der Mehrzahl, wir haben, aber meint damit sich selber. So wie wir zum Beispiel im Deutschen sagen wir, wenn wir eine Person nicht kennen und wir sprechen sie an, dann sagen wir, haben sie, obwohl es nur eine Person ist. Das heißt, es ist eine Art Höflichkeitsform, man ehrt diese Person eigentlich und haben sie. Auch Könige sprechen beispielsweise so, wir haben beschlossen, dieses oder jenes zu tun. Dabei meinen sie sich selber und meinen nicht, dass wir im Sinne von ich und meine Frau oder was auch immer, sondern es ist eine Art von Majestätsplural. Dann, was im Koran noch oft vorkommt, ist, Gott spricht mit uns und er zitiert dann praktisch Leute und sagt uns, was wir machen sollen. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, ganz am Anfang. Und er spricht auch in der dritten Form von sich. Das ist auch eine Art von Majestät. Er redet in der dritten Form über sich. Er hat. Ja. Das gibt dieser Sache, dem Koran, eine Art, eine Art
eine edle Art. Ja, er hat und er hat und er hat und so weiter. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel in Surah Al-Fatiha sagt er, aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah spricht über sich in der dritten Form. Dann, der Allerbarmer, der Barmherzige, der Herrscher am Tag des Gerichts. Jetzt springt Gott rüber in eine andere Form. Dir allein dienen wir, dich alleine bitten wir um Hilfe. Das heißt, Allah sagt hier, er sagt nicht, dass er sich selber dient, sondern er will hier sagen, dir alleine dienen wir. Er legt den Muslimen hier das in den Mund, was sie sagen sollen, wie sie denken sollen, wie sie über Allah denken sollen. So, jetzt fragt man sich, welche Weisheit hat das? Warum redet Allah nicht die ganze Zeit ich? Die Weisheit dahinter ist, der Koran ist ein Buch, und das sagt Allah oft, haben sie, afala yatafakkarun, inna fi dhalika la ayati liqawmin yatafakkarun. In diesem sind Zeichen für Leute, die nachdenken, für Leute, die Verstand haben, dass man nachdenkt. Und es ist etwas, was einen wach hält, was einen immer aufmerksam macht. Man geht, man liest und plötzlich springt er in eine andere Form über. Ja? Und hier muss man immer, das führt dazu, dass man sich immer konzentrieren muss. Also fragen muss, wer ist jetzt hier genau gemeint? Und das bringt einen dann im Endeffekt, diese Weisheit bringt einen im Endeffekt zu einem tiefgründigeren Verständnis. Und dies wird, inshallah, jedem helfen, der das Buch auf diese Art und Weise liest. Und möge Allah uns zu rechtschaffenden Dienern machen und Ikhlas in allen Taten geben. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alles, was richtig war, war durch die Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele, von meinem eigenen Selbst und vom Shaitan. Möge Allah uns bewahren und möge Allah uns ins Paradies führen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.